Null Zuschauer an. Das ist irgendwie falsch, glaube ich. Hört ihr mich? Seht ihr mich? Riecht ihr mich? Er zeigt bei mir null Zuschauer an. Also ich habe ja den Restream an hier, YouTube und Twitch zeitgleich. Irgendwie zeigt der... Ja, bei Twitch. Blackman, sei gegrüßt! Also null Zuschauer ist irgendwie ein bisschen fehlerhaft, glaube ich. Also ich habe laut Restream null Zuschauer auf Twitch, null Zuschauer auf YouTube. Insgesamt null Zuschauer. Der Ton ist da, ja. Ihr müsstet jetzt so ein komisches Rauschen hören. Das höre ich nämlich auch. So, gut. Auf geht's. Wir haben jetzt hier irgendeine komische Quest offen. Moment, Scheiß. Also Loot-Nachrichten sind an. Danke, Krümel, für die Loot-Nachricht. Habe ich gesehen, als ich offline war. Loot Nummer 1 von Krümel, dankeschön. Und von Blinky natürlich auch, danke. Wir müssen uns jetzt hier neue Quests suchen. Es gibt, glaube ich, nicht mehr so viele. Ich habe euch gesucht. Ihr wolltet mich sehen. Ja, Jüngling. Setzt euch. Jüngling? So als immer nur, ey, so Jungs immer nur auch nicht mehr. Wie ich höre, war ja, ich ihr kann in letzter lesen. Zeit sehr beschäftigt. Ich weiß nicht, sind die YouTuber da? Hallo, YouTube? Kann mal jemand von YouTube bitte reinschreiben? Ich weiß jetzt nicht, habe ich schon einen YouTuber gesehen hier? Doch, Neckvolon hat reingeschrieben. Ich arbeite daran, Skios tot zu rächen. Eure Herzen sind voller Trauer. Und auch mein eigenes beweint Skios Verlust. Doch sein Tod wurde vor langer Zeit gerecht. Ihr habt mehr Leben genommen, als es die Ehre verlangte. Wir sind halt Kali the Ripper. Der Kreislauf der Vergeltung mag noch eine Weile in Bewegung bleiben. Ich habe jedenfalls eine Aufgabe für euch. Kennt ihr schon die Geschichte, wie wir zu Werwölfen wurden? Skior meinte, es sei ein Segen hier, Kines. Ja, das klingt wie etwas, das er gesagt hätte. Wie in allen Glaubensfragen ist die Wirklichkeit jedoch komplizierter, als ein Gläubiger sie euch beschreiben würde. Und wie laut... Ich weiß, Nekolon, ich hab's gesehen, dankeschön. Die Gefährten gibt es seit beinahe 5000 Jahren. Das Bestienblut ist erst seit ein paar hundert Jahren ein Problem. Einer meiner Vorgänger war ein guter, aber kurzsichtiger Mann. Er ging einen Handel mit den Hexen des Schluchtweiher-Zirkels ein. Oh nein, nicht das. Wenn die Gefährten im Namen ihres Gebieters Fürst Hersina auf die Jagd gehen würden, dann würden wir große Macht erhalten. Und sie sind zu Werwölfen geworden. Sie glaubten nicht, dass die Veränderung dauerhaft sein würde. Die Hexen boten eine Bezahlung an, wie alle anderen auch. Hallo, Nicole! Aber wir wurden betrogen. Aber ihr seid jetzt mächtiger. Was? Man sollte die Hexen zur Strecke bringen, um ihre Gaunereien ein für alle Mal ein Ende zu setzen. Dazu kommen wir noch. Es reicht leider nicht aus, sie einfach nur zu töten. Und dann? Die Krankheit beeinflusst nämlich nicht nur unsere Körper. Sie dringt auch in den Geist ein. Nach dem Tod beansprucht Hersine die Werwölfe für seine Jagdgründe. Für manche ist das Paradies. Sie wollen nichts anderes, als mit ihrem Herrn in alle Ewigkeit ihre Beute zu jagen. Und das ist ihr gutes Recht. Aber ich bin ein wahrer Nord. Mein Geist soll in Sovngarde zu Hause sein. Ja, ich weiß, du hast morgen frei, ne, Blinky? Das ist schön. Ich habe meinen Lebensabend damit verbracht, das herauszufinden. Und jetzt habe ich die Antwort gefunden. Die Magie der Hexen hält uns gefangen. Und nur sie kann uns wieder freigeben. Sie werden uns nicht freiwillig helfen. Aber wir können uns ihre korrupten Kräfte mit Gewalt holen. Ich will, dass ihr sie sucht. Geht zu ihrem Hexenzirkel in der Wildnis. Streckt sie nieder, wie es ein wahrer Krieger der Wildnis tun würde. Und bringt mir ihre Köpfe, den Sitz ihrer Fähigkeiten. Damit können wir beginnen, Jahrhunderte der Unreinheit rückgängig zu machen. Sehr schön.
Soll ich das alleine machen? Diesmal habt ihr keinen Schildbruder. Doch Iskramors Geist wird euch begleiten, um die Ehre seines Vermächtnisses wiederherzustellen. Vernichte die Schluchtfeuerhexen. Möge Talos euch leiten, mein Junge. Gut. Ulko muss morgen arbeiten? Ach Gott. Muss bis Samstag arbeiten, dann frei und dann Montag wieder. Okay. Morgen Frühschicht, aber danach frei. Ja, ich weiß. Also, du hast morgen nochmal Frühschicht, das weiß ich. Aber danach hast du frei. Das freut mich. So, auf geht's zu den Schluchtfeier. Ich hasse diese Hexen. Die waren da, wo ich die schon mal gemacht hatte, wo ich es noch früher gespielt hatte, Skyrim. Fand ich immer sehr, sehr eklig, weil die, also nicht eklig, sondern stark, weil es waren 5 Stück, glaube ich. Sag mal, sehr genervt. Mal gucken, ob es jetzt aufgrund unserer Fertigkeiten, die wir mittlerweile haben, also hier Stufe 37, sollte das jetzt kein Problem sein. Nicht, wenn Wolfenstein kommt? Was meinst du? Ja, alle Einzelnen, das weiß ich, aber die nerven. Ich hasse dich. Also Hexenraben hasse ich wie die Pest. So. Gehen wir mal gleich dahin. Bring die Scheiße hinter uns. Eigentlich habe ich sie schon abgeschlossen. Siehst du, aber jetzt sind sie wieder da. Montag habe ich frei. Das ist schön, Dennis. Magdeburg gegen HSV. Siehst du, Dennis? Träume werden wahr. So, Schluchtfeuerzirkel. Ja, kann ich. Also, Kaffee hat bei mir keine richtige Wirkung mehr. Zünden. Außerdem gehe ich ja immer nicht direkt nach dem Stream pennen, sondern ich mache ja noch Videobearbeitung und so eine Scheiße. Für den Kanal. Auf Twitch und auf YouTube. So. Bei Let's Play-Folgen muss ich noch hochladen. Die habe ich alle fertig geschnitten. Von Pillars of Eternity. Wenn ich wieder weiterkomme. Das Spiel ist so cool. So, da ist schon die erste. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Die kann sich, glaube ich, heilen, ne? Können die sich nicht heilen, diese Hexen? Oh, eine haben wir schon. Sehr nice. Ich möchte auch einen Kaffee, er musste vorbeikommen. Oh, ein Schluchtweierkopf. Ich habe mir schon immer mal gewünscht, so einen Kopf bei mir in der Hosentasche zu haben. Vor allem mit solchen Augen. Leco mio, ey. Ja, ich mache alle 5, wenn ich schon mal hier bin. Wann kommt die Hauptquest? Staffel 4. Nee, Quatsch. Ja doch, Staffel 4. Staffel 3 ist Dedra-Quest und Staffel 4 ist Hauptquest. Mittlerweile auch schon overpowered für die Alten hier. Die müsste ich eigentlich schon alle leer haben. Jetzt haben sie die Truhe wieder aufgefüllt. Weil ich war in Staffel 1 schon mal hier gewesen, habe alles abgeschlossen. Toba, sei gegrüßt! Kommst du gar nicht auf Twitch, mein Bester?
So, zwei fehlen hier noch. Wo geht's denn hier weiter? Geht's gar nicht, weil der schon wieder zurück. Ach so, danke Toba. Der lieb von dir. Von den Gefährten kommen. Ich hätte einfach zufällig hier vorbeikommen können. Schwarzer Seenstein! Nice! Wie heißt dein Zweitkanal? Caligula spielt. Auf YouTube. Der wird aber auch gelöscht, wenn ich dann wieder meine Sperre abgelaufen ist. Also ihr könnt mich abonnieren, solange halt er aktiv ist, bis die Sperre gepackt ist. Ah, der wird dann gelöscht, wenn mein Hauptkanal wieder da ist. Aua. Oh, einer fehlt hier noch. Cool, Dennis, das freut mich. Eine Weltreise. Natürlich ordentlich. Wie lange ist er weg? Einer fehlt hier. Ich hab mich verlaufen. Hier lang? Nee. Ach, da hoch oder was? Wo ich nach oben? Hier einmal ringsrum. So. 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 Wow! So, abgeschlossen. Tragödie in Schwarz. 1 bis 2 Jahre. Pink Peach, sei gegrüßt, Mensch. Wie lange ist es her? Zu lange. Ich konnte nicht atmen. Nee, schön, dass du da bist. Wie gesagt, ich bin auf Twitch und YouTube zeitgleich live. Also die Nachrichten, die so komisch eingeklammert sind, das sind diejenigen, die von Twitch schreiben. Damit ihr euch alle gegenseitig sehen könnt. Hi und kurz weg zu Twitch. Alles klar, Krümel. Bis gleich. Ey, diese Wechseleien, Leute, ey. Und Joe. Natürlich auch. Nur 2. Los, mitmachen, ihr Hübschen. Danke, Blinky. Wo du recht hast. Hast du leider nicht recht. So, Weißlauf, Ehre zu Kotlak zurück. Ja. Abo ist da, danke Joe. Wie gesagt, dieser Kanal, der Zweitkanal von YouTube, der wird wieder gelöscht, bis die Sperre abgelaufen ist von meinem Hauptkanal, also am 10.7.
Dann wird der hier weggemacht und dann ist wieder normal mein Hauptkanal parallel mit Twitch. Haterbot, sei gegrüßt. Und Stefano Scaletta, auch du. Hallöchen. Willkommen. Wie gesagt, Twitch und YouTube zeitgleich. Willkommen. Fühlt euch wohl. Und wo streamst du lieber? Es geht ein Riss durch Himmelsrand. Also ich muss sagen, ich habe mich auf YouTube wohler gefühlt. Aber Twitch macht mittlerweile auch, ist ja auch ordentlich am Wachsen, mein Kanal. Die beiden stellen. Deswegen mache ich dann parallel. Also ich bin jetzt zeitgleich live mit Restream, YouTube und Twitch zeitgleich. Hab keinen Favoriten zurzeit. Aber ich freue mich wieder, wenn mein Hauptkanal auf YouTube wieder freigeschalten ist, also mit Livestream, weil ich ja Partner bin von YouTube. Und mit dem Kanal. Und da würde ich gerne den auch wieder nutzen wollen. Wo wart ihr? Ich habe Kodlaks Befehl ausgeführt. Was ist denn hier los? Ich hoffe, es ging um etwas Wichtiges. Denn das heißt, ihr wart nicht hier, um ihn zu schützen. Die silberne Hand. Sie haben endlich ihren Mut zusammengenommen und Jorvas Kran gegriffen. Oh. Wir konnten sie abwehren. Aber der Alte, Kodlak, er ist tot. Kodlak, da muss ich immer an diese Fotoapparate denken von Kodiak. Nein, aber sie haben sich mit all unseren Wutradfragmenten aus dem Staub gemacht. Doch ihr und ich, wir werden sie uns zurückholen. Wir werden den Kampf in ihr Hauptlager tragen. Niemand wird übrig bleiben, um ihre Geschichten zu erzählen. Nur die Lieder von Jorvask werden erklingen. Wir werden Kodlak rächen. Und sie werden ein Ende mit Schrecken erleben. Und Pink Peach, du musst auch so sehen. Auf YouTube sind eine andere Zuschauergruppe. Skyrim und Witcher, die sind auf YouTube viel angesagter als auf Twitch. Auf Twitch ist mehr so Fortnite, PUBG und sowas. Und das sind so Spiele, die mag ich nicht. Deswegen bin ich auch wieder froh, wenn mein YouTube-Hauptkanal von YouTube freigeschalten ist. Das freut mich, Peterbot. Habt ihr Ruffy neues Kopffeld schon gesehen? 1,5 Milliarden Berry. Wer ist denn Ruffy? Vernichte die silberne Hand. Und wo? Wo denn? Ach, da oben. Oder? Anscheinend schon, ja. Ach, ich bin doch selber ganz gut aufgerüstet mittlerweile. Sind auch nicht so meine Games, ja, Pink Peach. Also du meinst jetzt PUBG und Fortnite und sowas. Ach, One Piece Manga, ach so. Das guck ich überhaupt nicht. Apropos One Piece und Manga, ich hab mal Lust, Persona 5 irgendwann mal doch zu streamen. Die Sperre ist aufgehoben worden von Persona, also man darf es jetzt mittlerweile auch streamen komplett. Deswegen habe ich es mal vor, irgendwann auch mal zu streamen, aber wie gesagt, alles zu seiner Zeit, wollte ich nur mal sagen. Scheiße, ist tagsüber, ne? Tagsüber bin ich immer schlecht als Vampir. Obwohl, ich bin geheilt von Vampir-Dasein, ne? Ich bin ja jetzt mittlerweile auch Werwolf durch den Gefährtenauftritt hier. Bam. Ich bin kein Vampir mehr, Leute. Eigentlich ist es... Ach, er! Entschuldigung, ich habe jetzt Wilkas abgeschossen. Aufgepasst, Bruder! One Piece, 10 von 10. Rudi, schön das Finale? Also schon, meinst du? Ja, von Staffel 2 schon, ja. Von Staffel 2 schon. 9 Streams immerhin. Alle Gilden. Dann kommt erstmal Wolfenstein und dann kommt erstmal ein bisschen was anderes. Andere Spiele, Monster Hunter und so. Und dann kommt irgendwann Skyrim Staffel 3.
mit den Dedra-Quests. Rudi, sei gegrüßt. Wie gesagt, du kannst mich auch auf Twitch gucken. Ich bin parallel live. Was war das? Das war ich. Wolfenstein, ja. Aber bitte nicht, nicht, dass ich einen Tag, nachdem ich Wolfenstein gespielt habe, in den Nachrichten lesen muss, 15-jähriger Schüler rennt amok, weil er Kali beim Wolfenstein zu... weil er Kali beim Wolfenstein spielen zugeguckt hat. 15-jähriger Schüler läuft in der Schule amok. Wozu die Eile? Also bitte vorsichtig, ja. Beide. Alle Teile. Also wir fangen mit Teil 1 an und dann Teil 2. Wie geht's denn hier weiter? Achso, ich muss die andere Seite suchen. Hier lang. Ich bin kurz davor, bei YouTube lesbische Freunde zu entfernen. Also die Caligula-Zock-Gruppe, die Freunde bleiben natürlich drinnen, mit dem ich auch beide auch befreundet, aber mittlerweile, du kriegst jeden Scheiß, wenn einer ein Status-Update macht auf seinem Profil, dann kriegst du bei Facebook 5 Nachrichten. Es nervt so ab. Also meine Gruppe bleibt existieren, die Freunde da drin auch. In meiner Caligula zockt Facebook-Gruppe, aber alles andere. Alter, es ist so krass. Ich krieg hier permanent Facebook-Nachrichten. Bleib ich doch hier bei dir. Damn. Meisterlich. Jawohl, ich habe eine Fertigkeit auf 100. Neue Trophäe, Leute. Nahkampf auf 100. Präzisio, sei gegrüßt! SR, warum keine Mucke? Könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Also ich habe extra die Musik ausgestellt, damit ihr Songrequests anmachen könnt. Wenn ihr welche habt, könnt ihr sie gerne als Songrequest reinmachen. Aber bitte kein Ozzy Osbourne und kein Rammstein oder irgendwie Rammstein-Coverbands. Die sind weltweit gesperrt, sonst wird der Stream weltweit gesperrt. Weil die Copyrights sind da weltweit. Alles andere sollte dann gehen. Bei YouTube müsst ihr eh aufpassen auf Copyright-Songs. Ihr gehört mir! Ja. Ja! 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 Mehr habt ihr nicht drauf? Ja! Den hab ich noch. Als Beispiel genannt. Ich habe Diebesgilde und Dunkle Bruderschaft nur als Beispiel genannt. Ich mache alle Gilden. Ich mache ja Platin. Schon eine halbe Stunde da? Achso. Trotzdem Hallöchen. Ach du Heilige, was denn? Ja, aber den Amokläufen ist schon hart. Wir haben einen Lehrer, der läuft eher amok. Ist auch nicht schlecht. Blut 2 von Krümel, dankeschön. So, wie geht's denn hier auf? Muss ich jetzt wieder die Wand absuchen nach irgendeinem komischen Schalter? Oder was ist hier los? Ach, hier. Hui! Schattenstollen Keller. Was? Ich mache alle Quests, wie gesagt, Rudi. Ich mache ja Platin auch. Auf Skyrim. 100% Run.
Was? Lassen wir die Spitze. Dennis, Hallöchen! Zerteilstühle droht uns mit Stiften abzuwerfen, wenn wir die Zahl 3 sagen. Warum das denn? Wie geht's dir, Dennis? Alles gut? Was war das? Hier drüben! Lassen wir die Spielchen. Was ich vorhin für eine Trophäe bekommen habe, weiß ich nicht. Das heißt, dass ich eine Fertigkeit auf 100 habe. Ich glaube, eine Fertigkeit auf 100. Au! Glückstreffer! Eine Schande für ausgleichen. Keine Lust auf Franyangu! Sei gegrüßt, schön, dass du einschaltest. Sag mal, habt ihr keine Lust auf Song-Requests? Oder wie ist das? Also ihr müsst jetzt sagen, wollt ihr Song-Requests haben oder soll ich hier die Hintergrundmusik anmachen von dem Spiel? Weil ganz ohne ist auch Kacke für euch. Achso, Dennis macht schon. Okay. Welche Gilde-Quest steht noch vor? Das ist jetzt die letzte Gilde, die wir machen in der ganzen Staffel. Wir müssen jetzt Wutrad hier zurückholen. Also die Fragmente. Mal gucken, wie viel danach noch kommt. Alles klar, Dennis. Weiß ich Bescheid. Wollt nur wissen. Ihr hättet nicht. Jawohl. Bam. Optional vernichtet die silberne Hand, haben wir hingekriegt. Silberne Hand. Soll man jetzt hier aus Versehen Ja, Werwölfe, genau. Nee, der Rudi, der Dennis macht schon einen DJ rein, hat er gerade gesagt. Wie gesagt, bitte passende Musik. Ich höre jetzt nichts. Müsste gleich losgehen.
mal doch nicht hinsetzen, ey, Mann. Ja. Witcher 3 ist gut. Das stimmt. Lady from the Woods. Jawohl. Nice, Dennis. Das würde ich hören. Das ist ja wenigen Lieder, die ich mag. So. Hat jemand der Jordi Bescheid gesagt? Obwohl, sie wird aber schon das Infovideo lesen, oder? Oder angucken. Okay, meine Facepalm pixelt und niemand sagt mir Bescheid. Von euch Schlingeln. Die anderen haben mittlerweile wohl die Vorbereitungen für Kotlaks Begräbnis abgeschlossen. So. Kommt hoch zur Himmelsschmiede um euren Respekt. Die anderen haben mittlerweile wohl die Vorbereitungen für Kotlaks Begräbnis abgeschlossen. Ja, sie wird sich ja vielleicht das Infovideo irgendwann angucken. Vielleicht morgen. Nimm an Kotlaks Begräbnis teil. Ein bisschen laut kann das sein. Besser sein. Ich muss unbedingt mal Yakuza weiterspielen. Mach das, King Peach, und viel Spaß dabei. Und danke fürs Einschalten. Wo ich Level nicht so nice finde und bei ständigen Quests machen wird es auch irgendwie blöd. Trotzdem spiele ich meistens 4 Stunden plus. Du meinst jetzt bei Skyrim. Oder was? Sei die Zukunft von Himmelsrand. Die Zukunft von Himmelsrand. Wozu die Eile? Wer wird beginnen? Kotlak, rest in peace. Im Scheine der uralten Flamme. Trauern wir. Ob dieses Verlustes. Weinen wir. Dr. Chaos, sei gegrüßt. Schön, dass du da bist. Für die Gefallenen. Schreien wir. Und für uns. Nehmen wir Abschied. Bei Yakuza wollte ich auch mal machen. Stream. Das Problem ist, ich weiß nicht, mit welchem Teil ich da anfangen soll. Weil es gibt ja so viele Teile. Soll man da mit Teil 0 anfangen? Aber der ist doch erst als letztes rausgekommen. Oder Teil 1? Oder wie ist denn das? Wie geht's dir, Doktor? Alles gut? Sein Geist ist von uns gegangen. Mitglieder des Zirkels. Wir ziehen uns in die Tiefenschmiede zurück, wo wir ein letztes Mal zusammen trauern. Seid ihr immer noch im Besitz der Fragmente von Wutrat? Ich muss sie für ihren Zusammenbau vorbereiten. Es ist mir eine Ehre, sie zurückzubringen. Jetzt redet doch nicht so blumig, Junge. Warum nicht? Natürlich möchte ich euch um einen kleinen Gefallen bitten. Es gibt da noch eins, das Kotlak stets wie seinen Augapfel gehütet hat. Würdet ihr seine Gemächer aufsuchen und es mir bringen? Das ist ein Tagebuch, oder? Ich denke nicht, dass ich der Beste bin, um seine Sachen zu durchwühlen. Mit Vergnügen. Ich danke euch. Ich werde hier warten. Ich glaube, das Tagebuch ist es, ne? Inge Kotlaks Fragment in deinem Besitz? Klar, Flucko. Nee, Kotlaks Fragment ist was anderes. Ich dachte, das wäre sein Tagebuch. Ich muss auf Monster Hunter 4. Monster Hunter World oder For You weiterspielen. Okay. Monster Hunter ist auch bald bei mir dran.
glaube, wenn du 6 spielst, dann passt das eh, weil es alle vorigen Teile zusammenfasst. Okay, dann versteht man auch die Geschichte von Anfang bis Ende, ja. In dem ganzen Universum. Geht mir wieder besser. Tu aber lurken. Kein Problem, Doktor. Schön, dass du da bist. Kannst du mich bitte auf Twitch lurken? Geht das? Weil das ist ja nur mein Ausweich-YouTube-Kanal für die, die mich auf Twitch nicht gucken können. Geht das? Kannst du mich auf Twitch einschalten? So, hier anscheinend, oder was? Danke, Doktor. Kannst mich auch, wenn deine Internetleitung das mitmacht, auf beiden Kanälen laufen lassen. Ist gut für einen Watchtime. Dankeschön, Blinken. Ja, bei Skyrim ist nicht so viel los, ist klar. Auf YouTube alleine wäre da mehr los auf meinem Hauptkanal. Oh mein Gott. Ist halt so, braucht man, kann man nicht ändern. Die Leute, die mich sehen wollen, scheinen ein. Kenn ich nicht. Ich höre, ich gerade wirklich das Lied, was ich denke? Ihr seid zurück. Ich habe Kontakt. Ich danke euch. Eure Schildbrüder und Schwestern haben sich zur Tiefenschmiede zurückgezogen, wo sie auf euch warten. Okay, auf den Zirkel. Passt auf. Ja, ich weiß schon, was drinsteht. Aber ich mach's nochmal für euch. Ich weiß schon, was drinsteht. Ich hab's damals schon durchgelesen. Ich konnte mich noch daran erinnern, glaube ich, dass da drin steht, wer dein Nachfolger wird und so. Wo er so eine Einschätzung von den ganzen Leuten hat. Wie ist es, Kotlak, ne? K. In meinem Traum sehe ich die Reihe der Herolde, angefangen bei Iskramor. Jeder von ihnen steigt hinauf. Ach so, Megade. Bis wir zu Terfik kommen, der uns die Wege der Bestie als erster naht. Er versucht, so Megade zu betreten, bevor er sich zum auch nur nähern kann. Vielleicht ein großer Wolf an, der ihn in die Jagd produziert. So hier Kine ihn mit offenen Armen lachen. Der Junge ist im Kampf so ruhig wie ein Säbelzahntiger. Wilkas. Ja, nicht so. Und der wurde ihm nicht erfüllt. So einfach ist das. Ein Kind des Mondes zu sein, ist nicht so ein großer Fluch, wie ihr vielleicht glaubt, Wilkas. Ja, Blinky, das stimmt. Bald kommt Argenin. Schön für euch. Aber er wollte rein sein. Er wollte Iskramor treffen und das die Pracht von Sofengarde kennen. Doch all das wurde ihm genommen. Bis dahin würde ich mit Resident Evil 7 durch sein. Und ihr habt ihn gerecht. Kotlak war die Rache egal. Nein, Farkas, dem war nicht so. Und darum geht es hier auch gar nicht. Wir sollten Kotlak ehren, ganz gleich, was wir selbst über das Blut denken. Ihr habt recht. Das ist, was er wollte. Und er hat verdient, es zu bekommen. Kotlak hat von einem Weg gesprochen, seine Seele selbst dem Tode noch zu läutern. Ihr kennt die Legenden über das Grab von Iskramor. Dort werden die Seelen der Herolde dem Ruf des Stahl des Nordens. Blut 3 von Blinky, danke. Vergesst bitte die Nutznachrichten alle nicht, Leute. Wir können das Grab ohne Wutrat nicht einmal betreten. Vergesst sie bitte nicht. Und die Axt ist in viele Stücke zerbrochen, wie schon seit 1000 Jahren. Und Drachen gab es nur in Märchen. Und die Elfen herrschten einst über Himmelsrand. Nur weil etwas so ist, wie es ist, bedeutet das nicht, dass es so sein muss. Die Klinge ist eine Waffe, ein Werkzeug. Werkzeuge können und werden kaputt gehen und wieder repariert werden. Ist das... Habt ihr die Klinge repariert? Das ist das erste Mal, dass ich über alle Teile verfüge. Das habe ich unserem Schildbruder hier zu verdanken. Die Flammen eines Helden können das Zerschmetterte neu schmieden. Die Flammen Kotlaks werden die Wiedergeburt von Wutrat befeuern. Und nun wird die Waffe euch erneut zu ihm bringen. Da ihr die Fragmente getragen habt, sollte es auch euch zufallen, Wutrat in die Schlacht zu tragen. Ihr anderen solltet euch darauf vorbereiten, zum Grab von Iskramor aufzubrechen. Für Kotlak. Gibt
dich mit dem Zirkel zu Iskramors Grab. Ja, Krümel, das war... Das konnte ich mir noch denken. Sag mal, gibt's bei Twitch mittlerweile auch hier Liker-Däume? Habe ich das vorhin richtig gesehen, dass es Like-Däumchen bei Twitch gibt? Guckt mal bitte nach. Irgendwo da bei mir im Stream. Irgendwie unter dem Bildschirm oder so. Bis gleich, Rudi. Da habe ich das vorhin falsch gesehen. Also man kann dann anscheinend nur Daumen hoch geben oder so. Schaut mal bitte nach. Dankeschön, Rudi. Bis gleich. Und dir auch viel Spaß währenddessen. Ich weiß nicht, was du machst. Das ist die letzte Ruhestätte Iskramors und seiner zuverlässigsten Generäle. Ihr solltet vorsichtig sein. Geht ihr nicht mit? Kodlak hatte recht. Ich ließ zu, dass mein Herz von Rache beherrscht wurde. Ich bereue nichts von dem, was wir im Schattenstollenheiligtum getan haben. Aber mit vernebeltem Verstand oder kummerschwerem Herzen kann ich nicht weitergehen. Warum müssen wir vorsichtig sein? Die ursprünglichen Gefährten. Ihre edelsten Krieger ruhen an Iskramors Seite. Ihr werdet euch ihnen beweisen müssen. Es ist nicht so, als wäret ihr ein Eindringling. Ich möchte wetten, dass sie uns sogar erwarten. Sie wollen lediglich sichergehen, dass ihr würdig seid. Bereitet euch auf einen ehrenvollen Kampf vor. Wie gelangen wir hinein? Bringt Wutrat nach Iskramor zurück. Dadurch sollte sich der Weg öffnen. Bis zum nächsten Mal. Für Kodlak. Jawohl! Auf zur Grabkammer, Leute. Für Kodlak! Für den Fotoapparat. Zieh mal gegen Skeva in die Schlacht. Ich war beleidigt, wo sie mir Wutrat aushändigen. Ihr hättet nie herkommen sollen. Hättest ja nicht gegen Pferden machen müssen. Finde ich ein bisschen schade, dass man für Wutrat, um in den Besitz von dieser Axt zu kommen, bei den Gefährten beitreten muss. Anscheinend kann man das nicht ohne, ne? Was? Gut genug. Wenn das die besten Krieger von Iskramor waren, dann will ich nicht wissen, wie die schlechtesten waren. Vorsichtig! Stücke reißen. Ich werde euch...
Maro, alles gut. Alles gut. Viel Spaß in Prag nächste Woche. Balls ist auch mal Urlaub. Box Cosplay, glaube ich, auch. Legt sich bald der Strom aus. Habt ihr auch Gewitter bei euch oder was? Weil irgendjemand hat noch erzählt, dass Gewitter ist. Gerade die? Was meinst du, Sisamaro? Was? Lebt jemand unter den Toten? Was? Niemand der Kinder im Schlaf kommt über uns alle. Ewige Schlummer wartet. Na komm, geh doch mal auf den scheiß Schild weg, Alter. Soll mal laut werden hier. Ciao, Sesmaro. Kleiner Loot von der Krankenstation. Ach Gott, Miss Fussel. Von der Krankenstation. Hallöchen. Danke. Bist du jetzt echt im Krankenhaus? Gute Besserung auf alle Fälle. So hey, schlimm ist es? Aufpassen. So schlimm? So schlimm. Schönes Senfgelb. Kein Kackbraun. Schön, dass du da bist, Miss Fussel. Freut mich jedenfalls. Seid gegrüßt, Shit-Bruder. Platilord, guten Abend, Leute. Mit schon gefragt, wo die YouTube-Stream geblieben habt heute. Hab heute erst das Infovideo gesehen. Kein Problem, Platilord. Schön, dass du mal wieder einschaltest. Freut mich sehr. Wie gesagt, die Sperre ist noch bis Juli. Also anderthalb Monate, nicht mal mehr. Dann haben wir es geschafft. Und dann ist auch wieder der normale Hauptkanal von mir. Das ist nur ein Ausweichkanal. Und ich bin parallel auf Twitch live. Siehst du ja, weil ich ja gerade, weil du ja gerade auf Twitch bist. Aber ich bin auch auf YouTube live. Beim Zweitkanal. Natürlich. Meine Herolde und ich wärmen uns hier auf. Wir versuchen, Irsine zu entgehen. Aber hier ist sonst niemand. Ihr könnt nur mich sehen, weil euer Herz nur mich als den Anführer der Gefährten kennt. Der alte Wegner könnte sicher noch ein halbes Dutzend meiner Vorgänger sehen. Du drei von Krümel, danke. Und ich sehe sie alle.
Alle in Sovngarde. Alle, die mit mir in Hirsines Reich gefangen sind. Und sie alle sehen euch. Ihr habt im Namen der Gefährten Ehre gemacht. Das werden wir so schnell nicht vergessen. Hat er das? Ich kann es nur hoffen. Habt ihr die Köpfe dieser Hexen noch? Ausgezeichnet! Werft einen davon ins Feuer. Dadurch wird ihre Magie freigegeben. Zumindest für mich. Na gut, dann werfe ich mal einen rein. Miss Fussel? Ist es so schlimm, dass du im Krankenhaus liegst? Seht an, seht an. Die nächste Made, die unter meinen Stiefeln zerquetscht werden wird. Muss ich den jetzt töten? Hier ist er. Eine Spur von ihnen. Sehr schön. Sprich mit Kotlot, dem Barbar. Seid gegrüßt, Schildbruder. Und damit die Bestie in mir erschlagen. Ich danke euch für dieses Geschenk. Die anderen Herolde sind aber immer noch von Hirsine gefangen. Vielleicht können mir ja die alten Helden aus Sovngarde bei ihrer Rettung helfen. Die Höllenfahrt des Jakons. Es wäre eine triumphale Schlacht. Und vielleicht kämpft ihr in dieser Schlacht eines Tages an unserer Seite. Heute aber kehrt nach Jorvaskr zurück. Feiert euren triumphalen Sieg. Und führt die Gefährten zu andauerndem Ruhm. Sehr schön. Haben wir geschafft, hä? Abgeschlossen zu Jan. Habe ich das richtig verstanden? Hat er gesagt, dass ihr die Gefährten anführen sollt? Ja. Ihr habt euch das Recht verdient. Jeder weiß um eure Stärke und Ehre. Und es ist mir eine Ehre, euch als Erster als Herold ansprechen zu dürfen. Kommt, sagen wir es den anderen. Sandro, sei gegrüßt! Bin auch auf Twitch live, wenn du mich suchst. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Seid gleich. Wie geht's dir? So, ist Fussel gar nicht mehr in der Zuschauerliste? Kann mal jemand gucken? Und jetzt knall Aela, da würde ich gerne. Flammen des Herolds. Möchtest du den Kopf der Hexe in die Flammen werfen, um eine Lykanthropie für immer zu heilen? Ist das meine Werwolfs-Dingsbums? Ich möchte später mal Vampir werden. Muss ich das jetzt heilen? King Glurak, sei gegrüßt, mein Schöner. Muss ich den jetzt hier reinschmeißen? Weiß das jemand? Ich möchte nämlich später Vampir werden. Dennis meint ja. Fussel ist off. Mir geht's auch gut, Sandro. Ich hab bestimmt kein Netz da im Krankenhaus. Das ist doch mal so ein scheiß Netz da im Krankenhaus. Ich finde Vampire besser als Wehrmacht. Dennis, ey. Hast du dich schon wieder verschrieben oder hast du es jetzt mit Absicht gemacht? Ja, ja. Genau, Dennis. Das sind immer die Ausreden. Also ja, gut, ich mach einen. Aua. Noch einer. Oh, du hast das Geist. Warum bin ich denn jetzt überladen plötzlich? Was habe ich denn jetzt bekommen? Weiß das jemand, was ich bekommen habe? Warum ich jetzt hier? Warum ich jetzt hier überladen war? Immer mein Werwolf-Dasein geheilt. Schild von Iskramor. Steigert die Magie. Der hat 17. Rüstung. Ich mag das Schild überhaupt nicht eigentlich.
schwere Rüstung. Ich werde es eh nie tragen. Ich werde noch nicht mal leichte Schilder tragen. Was soll ich mit dem Schild? So. Geht's hier irgendwie raus jetzt? Habe ich jetzt hier fertig? Ich habe fertig? Fragezeichen? Oder... hier raus. Ah, hier. Ach so, ich konnte mehr tragen, weil ich Werwolf war. Okay, dann habe ich es verstanden. Sag mal, wie viele Zuschauer sind denn wir auf Twitch? Kann man bitte jemand nachgucken? Weil dieses komische Restream-Zuschaueranzahl, die spinnt hier völlig rum. Zeigt mir permanent 0 Zuschauer an. Gestern hat es noch funktioniert, aber mittlerweile steht da eine 0. Das glaube ich dann doch eher weniger. Fuck. Also hier steht 0. Ich bin alleine. Lass mich in Ruhe. Ich habe meinen Chat auf privat gestellt, damit mir keiner auf den Sack geht. Mein Stream meine ich. So, gut. War's das jetzt hier? Fragezeichen? Oder muss ich jetzt hier noch was machen? Haben wir jetzt alle Gilden fertig? Fragezeichen? Um 20.25 Uhr? Habe ich jetzt die Gilden alle fertig, Leute? So, ich erscheine später nochmal. Bis später, Sandro. Und schön, dass du reingefunden hast, Übel. Okay, dann gehe ich. Nein, Dennis, bleib! Du könntest jetzt noch Alea die Werwolf-Artefakte holen und dann arbeiten die anderen. Für Aela die Werwolf-Artefakte holen? Wo finde ich denn die? Wo finde ich denn die? Oder wie kann ich denn das aktivieren? Muss ich jetzt nach Kackwurstschmiede hier hin? Muss ich jetzt hier wieder zurück zu Windruth oder Jöllenruth? Und dann mit der Alten quatschen, oder wie? I'm singing in the rain. Eure Song-Request-Musik gefällt mir gerade ganz dolle. Habt ihr die ausgemacht, oder was? Habt ihr keinen Song reingemacht? Du musst mit Aela reden. Dann mach mal das doch. Alles klar, danke Dennis. Aela. Aela. Wo bist du? Meine kleine Lumpensau. Hier? Nee, Brill. Heute. Pennt bestimmt in den Wohnquartier, ne?
Kali, der Song heißt Die Stille am Abend. Max Payne hat er gut rein. Sobald sie wieder da ist, wann ist denn die wieder da? Ich kümmere mich um die Krieger von Jorvaskere, solange ich zurückdenken kann. Warte 24 Stunden, die sind noch im Dungeon. Alles klar. Danke, Nekolon. Warte ich 24. Bam. Bam, 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 bam. So. Gut, ich bin mal ganz kurz für kleine Mädchen auf Toilette. 10 Sekunden und dann spule ich die Zeit vor, dass die Alte hier wieder eintrifft. Bis gleich.
So. Da bin ich. Da bin ich wieder. So, 12 Stunden. Nee. Der will ja da sein. Dennis, ich bin noch da, aber der Rest weiß ich nicht. Also bei mir wird ihr permanent 0 angezeigt. Ich vertraue Restream mit der Zuschaueranzahl da nicht. Keiner mehr im Chat aktiv, hä? Anscheinend. Mein liebster Saufkumpan, besorg mal ein wenig Met. So, Aela, wo bist du denn? Hier ist sie nicht. Ich kümmere mich um die Krieger von Jorvaskere, solange ich zurückdenken kann. Ach. Welche Art von Führung könntet ihr mir anbieten? Welche die Art Führung von bevorzugt ihr? Präzisio ist... kleine, schnelle Klingen. Wo ist denn deine Mütze? Das erwähnt ihr immer wieder sehr gern. Ihr wisst, dass ich Hämmer und Äxte mag. Eine Mütze? Wo meine Sind Mütze die ist? Nicht langsam? Meinst du, King Lurak? Ich kann angreifen und mich zurückziehen, bevor ihr auch nur einmal zuschlagt. Das sollten wir mal ausprobieren. Was genau meinst du? Ich müsste jetzt wieder synchron sein. Wo ist sie? Wie, meine Mütze? Ich hab sie doch an. Oder was meinst du jetzt? Die alte? Hä? Ich hab die gleiche Mütze bloß umgedreht an. Halt nach vorne geschoben. So, wo ist denn jetzt die Aela? Alles, höre alles und weiß alles. Alphabet-Synchron, dankeschön, Präzisio. Aela! Wo ist denn die? Rümel, wo ist denn die Alte? Das Bug muss ich im Dungeon nachschauen. Ich vermisse die gute Jordi, ja, die wird schon das Infovideo lesen und dann irgendwann hier eintreffen. Entschuldigung. Problem ist halt, sie ist halt privat nirgendwo zu erreichen. Vielleicht auf Twitter. Ich schreibe ihm auf Twitter. Wenn er Account hat. Hier? Wo ist denn die, Alte? Jetzt geht's mir auf den Sack. Hast du schon die Zeit vorgespielt? Ja, 24 Stunden. Mache ich jetzt nochmal, aber... da wird nichts mehr rauskommen. Freunde wie ihr sind schwer zu finden, Mia, und ich schätze sie sehr. Artis, Borva. Keine Ahnung, wo die ist. Das ist sie nicht, ne? Welche Art von Führung könntet ihr mir anbieten? Ohne Wigna wäre ich jetzt tot. Er nahm mich auf und half mir, das Ruder herumzureißen. Keine Ahnung, wo die ist. Talos,
der Unangreifbare. Euch nur. War nochmal der. War das Festung Düsterhammer gerade eben, wo ich war? Oder wo war das? Wo war ich denn gerade? Schattenstollen, hier war das. Ach so. Ist ja schon markiert. Problem ist bloß. Er schickt mich jetzt wieder hier hin. Ich könnte jetzt nochmal da hingehen. Ist das eine Rumwechselei hier? Einer ist draußen und einer ist drin. Mal gucken, ob die hier draußen steht. Ist sie das? Nee, ist ein Mann. Ihr wart ein gut. Maul, lass mich mal durch. Ja, ich weiß, ist Kramoska. Aber. Ich dachte immer, der neue Herold wäre größer. Ihr? Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Habt ihr Ratschläge für mich? So, und jetzt? Muss ich jetzt nach Arbeit suchen oder muss ich das hier machen? Um diese Fragmente da. Sag mal, Kali, warum ist in letzter Zeit Jordi nicht da? Immer noch, die kann mich auf Twitch nicht gucken. Ich bin heute das zweite Mal erst auf YouTube parallel live. Unter anderem auch für sie. Aber sie muss natürlich Bescheid wissen, dass ich auf YouTube live bin. Das Problem ist, sie ist privat nicht zu erreichen. King Lurak. Sie kann mich auf Twitch nicht gucken, weil es da permanent wegen ihrer Internetleitung leckt auf Twitch. Nur YouTube geht bei ihr. Gerade so. Was muss ich denn jetzt drücken? Nach Arbeit suchen oder geschenktes bisschen Blut zurückgewinnen? Das für ein Lied. Arbeit. Danke, Dennis. Ein Bürger von Rift hat uns um Hilfe gebeten. Offenbar ist ein Raubtier in ihr Zuhause eingedrungen. Jemand muss die Bestie erledigen. Ich wusste, dass wir auf euch zählen können. Kümmert euch umgehend darum. Niemand will, dass ein Tier in seinem Zuhause herumstreunt. Wilkas hat gesagt, ihr seid der neue Kodlak. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Was, muss ich jetzt so lange hier wieder so eine kleine Minikack-Quest machen, bis die wieder hier zu so einer Spezialquest kommt, oder was? Boah, ich hab gar keine Lust drauf, ey. Ja, Dennis, hast du recht. Bekloppt ist, würde ich schunkeln. Aber ich glaube, Real macht. Weil die erfahrener sind. In solchen Spielen. Was dagegen, wenn ich ihn eine FA anschicke? Nee, kein Problem. Plötzlich, kannst du ruhig machen. Kannst mich auch auf Facebook in meiner Caligula Facebook-Gruppe joinen, wenn du willst. Und bei Discord joinen und überall, wo du willst.
Niki hat, glaube ich, wegen dem Unwetter, ist sie, glaube ich, auf YouTube gegangen. Niki. Kann aber sein, dass er AFK ist. Oder nicht mehr da ist, weiß ich nicht. Hat sie vorhin mal geschrieben gehabt. Weil bei ihr so ein starkes Unwetter ist. Ja, bin da. Im Moment läuft es. Ach so. Wir sind nichts als Maden, die sich im Schmutz unserer eigenen Verderbtheit winden. Wohingegen ihr aus dem... Ja, dich sieht man im Chat noch, Nekvolon. Habt ihr Ratschläge für mich? Der Eigentümer dieses Ortes ist sicher erleichtert. Und bezahlt hat er auch schon. Sehr schön. Der Jarl von Rift hat uns um Hilfe gebeten. Scheint, dass sich Raubtiere dort niedergelassen haben und Bauern und Reisende angreifen. Jemand muss da rausgehen und sich um die Bestien kümmern. Ich wusste, dass wir auf euch zählen können. Kümmert euch umgehend darum. Niemand will, dass ein Tier in seinem Zuhause herumstreunt. Wiederkammerjäger, ey. Es ist so kacke. Das ist so richtig typisch Bethesda-Quest-Scheiße. Also, steht auf! Steht auf! Terminator, sei gegrüßt! Lange nicht gesehen. Schön, dass du da bist. Auf YouTube. Und die auf YouTube sind, vergesst die Däumchen nicht. Muss ich mir wieder angewöhnen. Däumchen hoch für gefällt mir, Däumchen runter gefällt mir nicht. Auch wenn dieser Kanal, wenn meine Sperre abgelaufen ist, von meinem Hauptkanal abgelaufen, gelöscht wird. Aber so lange könnte ich natürlich ein Däumchen vertragen. Selben Spruch haben. Dann hab ich ja darauf aber keine Lust, wenn ich jetzt noch extra. Mir geht's gut, Termi. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht es dir? Und danke fürs Kompliment. Es macht keinen Spaß, ständig nur herumgeschubst zu werden. Es macht keinen Spaß. Es macht keinen Spaß. Und nun unter den Sternen wandelt.
Doch ihr wart eins, ein Mensch. Ja. Halten als eine kleinere? Ohne Dedra-Quest, wie viele Dedras gibt's denn? 12 Stück, ne? Für die Staffel 3? 12 Dedras oder wie viel gibt's da? Dedra, also verschiedene Artefakte und sowas? Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Habt ihr Ratschläge für... Das hört man gerne. Hier euer Anteil an der Bezahlung. Ein Bürger von Hjalmarsch hat uns um Hilfe gebeten. Offenbar ist ein Raubtier in ihr Zuhause eingedrungen. Das ist doch scheiße, Alter. Nee, das mache ich jetzt hier nicht andauern. Was ist denn das für eine einfallslose Scheiße? Am Arsch lecken hier, Aela. Ihr habt doch wohl keine Angst vor Tieren. Kommt wieder, wenn ihr euer Rückgrat gefunden habt. Was machst du rein beruflich, Elektriker? Durak. 15 Dedra. Okay. Loot 5 von Blinky, danke. So, wie hieß die Quest jetzt von der Magiergilde? Das ist die letzte, die ich heute machen werde. Wie hieß die? Wo muss ich da hin? Zu wem muss ich da laufen? Was du da vorhin gemeint hast, Glocke? Was ist das mit den komischen Artefakten dann hier raus? Ist mir egal. Gibt da eh keine Trophäe für, ich will ja Platin machen. Kein Problem, Türmi, alles gut. Will ich nicht, Nekvolon. Willst du auch? Warum willst du auch Elektriker werden? Markus, sei gegrüßt. Mensch, du alter Schinken. Und der Moritz auf Twitch, sei gegrüßt. Du alter Schinken, wie geht's euch? Otoba. Weil, okay. Na dann. Ist aber anstrengend, sag ich dir gleich. Frage die Anführer der Gefährten nach Arbeit. Ah, die werden überall gesucht. Eigentlich wie jeder Handwerker. Maurer, Elektriker, Tischler, Reiner. Weiß ich. Vorsichtig! Und der Onyx natürlich auch. Hallöchen. Oh, Toba! Mein kleiner Schinken. Der Stream, wo ich dein Lied zum ersten Mal gesungen habe, ist in der Verarbeitung. Er ist morgen auf meinem Hauptkanal live zu sehen. In der Playlist bei Skyrim. Oder einfach das... den Stream anklicken, wenn er hochgeladen ist. Oh, Blinky can see. So, jetzt nochmal, Krümel. Das freut mich, Toba. Magiergilde war das, ne? Oder? Krümelchen? So, auch hier einen schönen guten Abend zusammen. Sei gegrüßt. Onyx, schön, dass du da bist. Ist dein Post schon angekommen? Müsste entweder heute oder allerspätestens morgen dann soweit sein. Alter Schinken. Was ist denn los? Was ist mit Niki? Was ist mit Niki? Oh, Blinky! Oh yeah! Niki und Blinky bumsen wild und unerlässlich miteinander rum. Vielleicht bleiben wir ja die nächsten paar Jahrzehnte von Katastrophen. Das kann ich mir vorstellen, Terminator. Ich würde kein Elektriker sein, weil ich krieg jetzt schon genug gewischt. Elektriker arbeiten ja auch ganz selten unter Spannung. So. Wie hieß der? Krümel, sag es mir. Ja, heute angekommen. Das freut mich, Onyx. Die Wiederherstellung ist eine völlig legitime Dann ist Schule der Magie. Zoll, weil gestern ist ja Triton Minecraft, hat gestern oder vorgestern sein Paket bekommen. Es lag anscheinend beim Zoll, deswegen hat das so ewig gedauert. Wurde anscheinend auch Bomben geprüft, weil wenn der Kalli was losschickt, dann wird anscheinend erstmal alles nach Bomben geprüft. Da müsste Dennis Ritter seins auch bald ankommen. Im Laufe der Tage. Elektriker haben alle einen kurzen. Ja, nicht ganz. Magiergilde Arniel Gain. Arniel Gain. Ist der hier drin? Auf alle Fälle hat er eine Glatze gehabt, glaube ich. Ich grüße nicht. Hab ja auch Bumsen gesagt. Namen Caligula und Stream, wie geht's? Jesse, sei gegrüßt. Da
Wie geht's dir stets? Uns geht's prächtig. Ey, das zeigt bei mir null Zuschauer an. Also laut Restream, ich bin ja YouTube und Twitch zeitgleich, da gibt's so ein Chat-Programm, was beide Nachrichten von beiden Plattformen anzeigt für mich. Klappt auch, aber Zuschauerzahl null. Weder auf YouTube noch auf Twitch habe ich irgendeinen Zuschauer. Ich bin alleine. Ich nehme euch nicht wahr. Tschüss. Smoothie Walker, wie lange ist das denn her? Sei gegrüßt. Willkommen. Habe ich gesagt, ging nicht durch. Deshalb rumsen. Habe ich gesagt, ging nicht durch? Was heißt denn das? What do you mean, Niki? Wo ist Ariel und die Meerjungfrau? Zeig sie mir. Meine Glatze ist blau. Erzähl du noch die Jordi, da sind zwar alle wieder da. Also auf YouTube und Twitch insgesamt. Dann sind wir alle wieder da, ole ole. Wünsche euch alle einen schönen Abend und viel Spaß beim Stream, Caligula. Und viel Spaß beim Stream an alle. Okay. Dankeschön, Jesse. War aber kurz. Trotzdem, Dankeschön, dass du da warst. Ach so. Jetzt habe ich es verstanden. Nee. Schau in den Magierquartieren. Wo waren denn die nochmal? Was hier unten? Hier ist die Bibliothek hier, ne? Bin ich falsch? Oh, ich hasse es. Ich hab mich schon wieder verlaufen. Wer weiß, wer ich bin? Na, du bist die, Sarah, oder? Ist das richtig? Hieß du nicht Sarah oder Lea? Nee, Sarah war das, ne? Langsam kriege ich hier eine schlechte Laune. Was ist das hier wieder für eine Scheiße, Mann? Ich bin hier schon wieder draußen irgendwo, wo ich gar nicht sein will, Mann. Ich habe mich verlaufen. Wo ist denn der Typ? Braucht man ihn einmal? Finde ich nicht. Ich habe eigentlich alle Gilden-Quests abgeschlossen. Eigentlich bin ich ja fertig. Aber ich will diese optionale Quest hier noch machen. Ist ja immer das Finale von Staffel 2. Sag mal, ich habe immer überlegt, Resident Evil 7 fertigzustellen, bevor ich, mit Wolfenstein anfange. Also, dass wir morgen Resident Evil 7 machen. Nee, Quatsch, übermorgen. Versteht ihr, was ich meine? Damit wir mit Resident Evil 7 fertig sind, wenn Arkham nie anfängt. Vom Horrorspiel her. Also, dass Wolfenstein nach Resident Evil 7 dann sozusagen in der Woche gestreamt wird. Also, Witcher das ist morgen Auge dran. Von Magnus. Übermorgen Resident Evil 7. Aber verloren. Und so weiter und so fort. Unseren Griff entronnen. Ach, was hätten wir doch lernen können. Weiß jemand, warum es nachts kälter als draußen ist? Der ist auch nicht schlecht, Präzisio. Aber den habe ich schon zu oft gehört, dass ich darauf reinfalle. Alle der Elemente? Dankeschön, Türmi. Sehr lieb von dir. Ich bin hier falsch. Oba! Komplett falsch. Wo muss ich denn hin? Verdammte Scheiße! Ist der das hier? Was war das für ein Geräusch?
Danke, Tommy, für den Abo. Oder das Abo. Die Wiederherstellung ist eine völlig legitime Schule der Magie. Lasst euch von niemandem etwas anderes erzählen. Maul halten, wo waren denn die Gemächer, wo waren denn die Schlafunterkünfte von den... Von den anderen Leuten? Sophie, meine ich doch, habe ich doch gehört. Würde mich jetzt verarschen, Leute. Es kann doch nicht sein. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Ich finde den Typen nicht. Die optionale Quest hier. Ist der das? Nee, hier irgendeine alte. Warum verschwindet mein Forschungsmaterial nur immer wieder? Muss ich jetzt hier ins Akademium oder wo ist aufpassen. Das? Aufpassen! Leute. Oder ja, Sarah, Sophie, ja, Entschuldigung. Die. Entschuldigung, ah, schön, dass du da bist, Smoothie Walker. Smoothie Walker. Weiß das jemand? Da rein. Die Tiere sind nicht im Hauptgebäude. Wo denn dann? Ach, ich weiß es nicht mehr. Ich war zu lange nicht mehr in der Magie gewesen. Hier, oder was? Da, oder was? Hier. Alle der Bekräftigung? Nee. Draußen seitlich, wo die Säulengänge sind. Also doch da. Also hier ist eine. Da steht. Alle der Leistung. Dann gibt es hier noch irgendwo was? Die Halle der Kräftigung oder was es war? Das ist das Hauptding. Hier. Gibt nur die zwei Optionen. Kein Problem. Dennis, alles gut. Schön, dass viel Erfolg in arbeitstechnisch oder wie bist du dann ausgeruht? Ja, das sind die Quartiere. Dann geht es da rein. Ich weiß, du warst schon als Smoothie Walker bei meinem Hauptkanal. Als ich noch nicht gesperrt war. Wir alle schulden euch Dank, weil ihr die Akademie gerettet habt. Eure Position ist wohl verdient. Schulden wir mittlerweile Dank. Schreckliche Situation mit diesem Ancano. Schade, dass ich nicht helfen konnte, aber ich war anderweitig beschäftigt. So, jetzt gehe ich einmal eine Etage höher, hat Glock Krümel gesagt. Glöckchen. Die Verzauberungsdienste gehören zu den wenigen Dingen, die uns noch mit dem übrigen Himmelsrand verbinden. Okay. Das ist auch nicht. Die Wiederherstellung ist eine völlig legitime Schule der Magie. Lasst euch von niemandem etwas anderes erzählen. Wo bist du denn? Wo ist der denn? Unfassbar. So eine Scheiße. Milzrand? Nein. Also es geht anscheinend nicht. Muss ich erstmal wieder raus in die andere Tür reingehen. Na, hier nicht ist.
Tage hast du dann frei, Blinky? Weil du geschrieben hast, ab morgen. Das klingt so, als wenn es erstmal länger ist. Da war das. Ha, Glückwunsch, Terminator. Ich hole es mir dann auch direkt zum Release-Tag und werde es auch streamen. Wolf, die. 4 Tage. Nicht schlecht. Bambusrad heute wieder nicht da. Sag mal, hat die überhaupt keine Lust mehr, oder was? Wenn ihr einen Moment Zeit ja da habt, gewesen, aber könntet ihr mir mal helfen? Ist die Counter-Strike da wieder, ihr Clan da wieder. Als Motze ist die Ratte gut gar nicht zu mehr. Sehen, dass es in Himmelsrand immer noch halt so gute Menschen Klappen, gibt. Alter, was sind denn hier? Ihr gebt einem alten Mann Hoffnung. Endtier. Ich suche immer alle möglichen Waren. Bringt mir, was auch immer ihr nun findet. Und ich sehe, was ich tun kann. Ah, hier ist er. Vielleicht bleiben wir ja die nächsten. Ihr meint amtliche Angelegenheiten? Nun, nein, nein, nicht wirklich. Aber mir ist aufgefallen, dass ihr euch ziemlich gut macht. Mit euch geht es steil bergauf. Es mag ja nicht amtlich sein. Bis zum nächsten Mal, Schmubiwalker. Schön, dass du da warst. An dem ich arbeite. Morgen 19 Uhr. Meine Lust hast, Witcher 3. Ob ihr mir vielleicht damit helfen könntet. Platin Run. Habt ihr es mit dem etwas Gefährlichen zu tun? Was? Gute Güte, nein. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Es ist nur, es geht um etwas, das ich lieber für mich behalten möchte. Bringt mir einfach ein paar Dwemer-Zahnräder. Ich muss sie auf ihre Herstellungsmethoden untersuchen. Ja, 10 davon sollten reichen, um mir einen tieferen Einblick in ihre Herstellung zu geben. Mehr brauche ich nicht. Verstanden? Schlecht oder was? Aniels Endavur. Endavur. Bringe 10 Fässer? 10 Fässer? Was sind für Fässer? Auf dem Hauptkanal bist du Mod. Kirmi, auf dem Hauptkanal bist du Mod. Bei mir, aber nicht auf diesem Kanal. Da brauche ich eigentlich keine Mods, weil es ist ja nur. Dieser Kanal ist ja nur bis so lange, bis die Sperre aufgehoben ist, also bis Juli. Und so viele Zuschauer werden wir da nicht sein auf YouTube. Weil ich da mit 0 Abonnenten gestartet bin. Da wird man ja auf YouTube nicht gefunden, so richtig. Und daher brauchst du erstmal nicht. Wenn da jemand reinkommt, dann schmeiß ich ihn persönlich raus. Also auf meinem Hauptkanal bist du dann wieder. Bringe 10 Fässer zu Aniel Game. Warum zeigt denn der mir? Was denn für Fässer? Ich denke, Zahnräder wollte der haben. Vielleicht habe ich da schon 10. Deswegen. Ich brauche immer noch Hilfe, wenn ihr die Zeit erübrigen könnt. Eine Etage höher, ne? Ich rede jetzt mal mit dem, vielleicht habe ich die ja schon. Vielleicht bleibt. Ich brauche einfach noch mehr Dwemer-Ausrüstungsteile für meine Studien. Es ist nichts Gefährliches. Im Museum von Markart, hast du gesagt. Bis zum nächsten Mal. Ist zwar nur eine optionale Quest, die brauche ich ja nicht für Platin und 100%, aber... Ich mache sie natürlich trotzdem, wenn ich das schnell hinkriege hier. Markart war hier unten links, ne? Oh, Markart! Schalala!
urbanes Museum von Margot. An dieses Scheißmuseum. Ist ja gar nicht ausgeschildert hier. Droffel, sei gegrüßt. Wir haben die ganzen Gilden fertig. Ist jetzt nur noch eine einzige Quest, die wir optional hier machen. Dann ist auch Feierabend hier heute. Aber ich würde gerne mal wissen, wo ist denn hier das Museum? Wie komme ich denn da rein? Im Schloss. Also Festung Unterstein, ja. Hier rein. Sei gegrüßt, Hakon. Boah. Man sagt, dass die Akademie in Saartal herumstöffelt. Magier, die sich... Ja, hier oben war das. Müsste ja keine Wache mehr drin sein, habe ich ja damals alle umgebracht. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ich kann sogar dafür sorgen, dass ich all eure Also, das hasse ich. Fangen wir wieder an, dahin zu gehen. Ey, Alter. War sie richtig? Einer? Ich dachte, da drinnen wären keine Wachen mehr. Blinky wieder 72 Stunden. Ja, 27 Stunden seit der Chatbot an ist. Der ist ja nicht immer an. Gestern zum Beispiel war er gar nicht an. Danke, Moritz. So, wo sind die Zahnräder? Wo finde ich denn die hier? Des Jahres. Alter, ey. Pisst euch. Liegen lose an den runden Ding. Hier? Oh, er holt sie alle ab. Nur ein Kratzer. Gnade!
Ja! Das war's schon! Mehr habt ihr nicht drauf! Letzter Zeuge getötet. Siehste? Geht doch. Welchen runden Ding meinst du? Nee, Türmi, brauchst du doch nicht. Die Leute sind alle bei Twitch. Das mache ich schon selber mit dem. Ich habe ein Infovideo, dass ich jeden Tag 19 Uhr live bin auf meinem zweiten Kanal. Ich habe auf meinem Hauptkanal ein Infovideo hochgeladen. Brauchst du nicht, danke. Aber wo denn? Wo liegt denn das hier? Metallplatten? Ich brauche doch Zahnräder, denke ich. Reise. Ich denke, Atletico Winduhr kann mich. Ja, glaube ich auch. Atletico ist da. Lange mache brauche ich bei dir. Das stimmt. Wenn man. Ich bin da, wer noch? Wo man ins Museum reinkommt, von mir aus rechts. Ah, hier eins, ne? Eins. Zwei. Drei. Vier. Ah, die sind so schwer, die Dinger, ey. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Und die anderen auch noch mit Boys halber, nicht schon. So, wie viel haben wir denn? Alter, wir haben 125 Kilo Übergewicht, Alter. 125 Kilo, wie soll ich die denn wegbekommen, Alter? Ich kann nicht jetzt so bis dahin schleichen. Bis gleich dann ist, aber ich bin dann, glaube ich, nicht mehr live. Dann sehen wir uns morgen. Ah, nee, morgen bist du ja in Augsburg. Übermorgen dann. 19 Uhr. Weil ich glaube nicht, wenn du wiederkommst, dass ich dann live bin. Aber trotzdem, Türmi, Dankeschön. Aber wie gesagt, brauchst du nicht. Zweitkanal. Der ist gelöscht, wenn mein Hauptkanal wieder freigeschaltet ist. Ich kann auch nicht mal schnell reisen. Wenn ich Übergewicht habe. Kommt leise mit, oder der Jarl wird euch strafen. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ich kann sogar dafür sorgen, dass sich all eure Probleme mit den Wachen in Luft auflösen. Aber das wird euch was kosten. Was sagt ihr? Ist erledigt und jetzt geht, bevor ihr mich in Schwierigkeiten bringt. Einige Leute wollen Sitschik-Mönche in Himmelsrand gesehen haben. Das ist ein uralter Orden. Ich dachte, der wäre schon lange ausgestorben. Ja, der ist schon wieder. Den haben wir uns beschäftigt mit dem Sitschik-Orden. Aber doch nicht 125 Kilo, Locke. 125 Kilo, das muss man mal vorstellen. Ein Glück habe ich meine Schattenmähne bei. Muss ich da den ganzen Weg. Boah. Habt ihr schon gehört? Diese verdammten Magier so eine haben Winterfest in die Luft gejagt. Bethesda hat es mit dem Inventar überhaupt scheiße gemacht, muss ich echt sagen. Da fand ich Piranha Bytes bei weitem besser. So eine Scheiße.
meine Tränke? Was soll die Tränke bewirken? Also keiner, der mir irgendwie weiterhilft, Leute. Klein und zart. Ist mir schon auch noch verlaufen, oder was? So, jetzt gucke ich mal rein, das ist mir zu blöd. Yay, noch 128 Kilo. Ne, 118. Die brauche ich später. Kilo noch. Boah, was, ey. Schmeiß Waffen weg, aber ich brauch die alle. Sind alles edle und seltene Waffen. Na gut, der Ebenerz-Streitkolben, den benutze ich eh nicht. Den könnte ich eigentlich wegschmeißen. Stab der Abwehr brauche ich auch nicht. Stab der Furcht weg. Stab des Magierlichts weg. Jetzt habe ich nur für die eine Quest da gebraucht. Stab des Magnus habe ich zweimal, komischerweise. Kann ich auch einmal wegschmeißen. Jetzt noch 26 Kilo, Leute. Zwergenschwert weg. Weg. Jetzt. Die ganze Scheiße weggeschmissen. Ja. Ihr solltet keine Waffen herumliegen lassen. Es könnte jemand verletzt werden. Und wenn ihr das noch einmal macht, werdet ihr das sein. Gut. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Gut. Tut mir leid. Und sorgt dafür, dass dies nicht noch einmal passiert. So. Ich könnte eigentlich jetzt schnell reisen, oder? Von hier draußen schon. Blub, 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 blub. Der Kalli sich entleert. Ich weiß nicht, warum die Facecam meiner Hand immer so komisch aussehen lässt. Ist irgendwie zu hell eingestellt, glaube ich. Warte mal, ich mache die mal ein bisschen dunkler, weil ich bin ja auch selber auch ganz schön hell. Kleinen Moment.
ja, der Krümel, dann hätte ich die Arschkarte gezogen gehabt, wenn sie mir alles wieder zurückgegeben hätten. Aber das ist halt bei Skyrim, wenn man, wie ich, alle Dungeons macht und sonstiges, dann kommt halt alles zusammen. Und irgendwann hat man Überlast und dann braucht man sowas und dann brauchst du 130 Kilo auf einmal. Und du kannst nicht zum Händler rennen, weil der wieder 2 Jahre weg ist. 2 Lichtjahre. So. Schnell reisen kannst du nicht. Das ist der größte Dreck, dass man, wenn man überladen ist, nicht schnell reisen kann. Hätten sie einstellen können, dass es halt länger dauert, aber trotzdem sollte man schnell reisen können, weil man ist völlig eingeschränkt. Vielleicht bleiben wir ja die nächsten paar Jahrzehnte von Katastrophen verschont. So, ich habe die Zahnräder hier. Ah, ausgezeichnet. Das wird mich in meiner Forschung weiterbringen. Ich kann euch im Augenblick leider nicht viel anbieten, aber nehmt bitte das hier. Und vielleicht, wenn alles gut läuft... Aber ich will nicht zu weit vorgreifen. Für Begeisterungsstürme ist es noch zu früh. Dennoch ist das alles sehr ermutigend. Nochmals danke. Wenn ich noch etwas brauche, werde ich es euch ganz sicher wissen lassen. Was? Akon! Danke für dein Follow, mein Lieber. Sehr lieb von dir. Ich muss den noch umändern. Obwohl, nee, Resident Evil 7. Also passt auf, Leute. Morgen ist Witcher. Übermorgen Resident Evil 7. Danach wieder Witcher. Und am Wochenende komplett Resident Evil 7. Weil ich möchte Resident Evil 7 abgeschlossen haben. Bevor Agony, das Horrorspiel, rauskommt in 14 Tagen. Deswegen mache ich erstmal Resident Evil 7 zu Ende, bevor Wolfenstein losgeht, ne? Versteht ihr? Also es wird Wolfenstein erst losgehen, wenn Resident Evil 7 abgeschlossen ist. Du hast auch eine Muschi. Ja, ich... Ich will gar nicht wissen, wohin schon wieder diese Chat-Gespräche steuern. Ich will es gar nicht wissen. Ich halte mich raus. Warte mal, weiß jemand, wo die Jordi ist? Ist der Ragor-Schleif? Linky, kannst du mal kurz gucken? Oder Terminator, kannst du mal gucken, ob der Ragor-Schleif ist? Auf YouTube? Ist die da vielleicht? Nee, glaube ich auch nicht. Gute Nacht, Troffel. Schlaf gut. Sicherlich habt ihr euch gemerkt. Bis morgen 19 Uhr bei Witcher 3, wenn ihr Lust hast. Lass ihn nicht aus den Augen, der hat bald wieder was für dich. Ja, wann denn? Ich suche immer alle möglichen Waren. Bringt mir, was auch immer ihr nun findet. Und es ist gerade 11.33 Uhr frühs und der pennt. Will er mich verarschen? Ich sehe, was ich tun kann. Dunkle Bruderschaft habe ich drin. So, jetzt steht er auf. Ich gehe jetzt mal zu ihm gleich. Vielleicht bleiben wir ja die nächsten paar Jahrzehnte von Katastrophen verschont. So, braucht ihr noch mehr Hilfe mit eurem Projekt? Es gibt da tatsächlich noch etwas, das ihr für mich tun könnt. Was denn? Ich hatte Entiers Dienste in Anspruch genommen, um mir etwas ganz Bestimmtes zu beschaffen. Nun weigert er sich aber, es mir zu liefern. Könntet ihr nicht mit ihm reden? Vielleicht könnt ihr ja zu einer Art Abmachung kommen. Darf man den auch töten? Darf ich den auch töten? Sprich mit Enti. Achso, das ist der Typ von hier. Bis zum nächsten Mal. Der sage, der ist... was ist denn das? Ja, von Zimmer zu Zimmer. Ihr nehmt der geile Quest. Und? Hat Delvin euch wieder geschickt oder seid ihr heute in eigener Sache hier? Ihr habt wohl etwas aus Aniel gehört. Meine Güte. Er hat solche Angst, mit mir zu reden, dass er stattdessen euch vorschickt? Das hätte ich mir denken können. Ich fürchte, da seid ihr einer Fehlinformation aufgesessen. Ich besitze etwas, das ich Aniel verkaufen wollte. Bei allem Respekt, Erzmagier, ich bin nicht in der Lage, das einfach wegzugeben. Ich habe Aniel gesagt, was ich im Austausch dafür haben will, und er war nicht bereit, es mir zu geben.
Wenn ihr in seinem Namen hier seid, dann muss ich leider auf meine ursprüngliche Bezahlung bestehen. Ragosch mit, weißt du überhaupt, wen ich meine, Terminator? Ragosch, R-A-G-O-S-H. Nicht S-C-H, sondern O-S-H. Blinky, schau mal bitte, du weißt ja, wen ich meine, oder? Bei YouTube. Was genau ist hier nicht erlaubt? Was wollt ihr? Ich habe, sagen wir, einen Freund, der an dem Stab interessiert wäre. Einen ganz besonderen. Es ist nichts Gefährliches, also keine Sorge. Ich weiß nicht einmal, warum er ihn haben will, aber das kümmert mich eigentlich nicht. Er ist bereit, dafür zu zahlen. Ragosch, guck, ob der Leib ist. Er ist leider etwas schwer zu bekommen, da ihn jemand besitzt, der anderen gegenüber nicht unbedingt freundlich gesonnen ist. Der ist auf YouTube. Also bringt den Stab zu mir zurück und ich betrachte ihn als Bezahlung für das, was Arniel haben wollte. Bringe den Stab in deinem Besitz. Grüßt Kalia von mir, wenn ihr sie seht. Okay, dann gehen wir mal den Stab. Felsenmoorhang. Kein Problem, Türmi, alles gut. Vergesst eure Däumchen nicht bei YouTube. So. Was war das? Ach hier, Hallöchen. Das war gar nichts! Ich verrecke. Ragosch ist off, alles klar. Ja, da wird sie vielleicht morgen mein Infovideo lesen oder angucken. Da steht ja alles Wichtige drin. Ist da jemand? Ja, ich. Ich wusste. Boing. Keine Heilung mehr. So ab. Es nervt so ab, diese scheiß Zauberer, Alter. Die machen diese Rotzquest unnötig länger. Dreckszauberer, ey. Ja!
genau ins Feuer. Wenn ich jetzt da gestanden wäre, ich wäre gestorben, ey. Seh nix. Ich habe sie wohl verscheucht. Gut, ich mach diese Quest noch zu Ende. Ich hole ihm den Stab, danach ist Feierabend. Machen wir die Scheiße hier nicht nochmal für den Spasten. Hat er Pech gehabt. Ich mach die Quest dann zu Ende, wenn dann die nächste Staffel losgeht. Ich sag schlechte Laune. Weg. Viel Spaß beim Duschen. Alter, wie schnell sind denn die Spasten? Ich werde euch mit Freuden töten. Genug. War's das jetzt? Person bis Stufe 12 kämpfen 60 Sekunden lang nicht. Okay. Dreck hier, ey. Dreck. Brauche ich nicht. Mittlerweile. Bei mir. Weg. Einfach nur noch weg. Oh, dann gebe ich jetzt den Stab ab und dann machen wir Feierabend. Reicht hier. Oh. Oh. Einfach eine Stunde warten. Da waren da Feinde in der Nähe, konnte ich nicht. Oder was meinst du, Onyx? Habe ich schon, Türmi. Ich hasse Zauberer. Ich hasse Zauberer wie die Pest. 5 Zauberer auf einem Fleck. Und irgendeiner hat das, wo du keine Resistenz gegen hast. Und dann bist du am Arsch. Ein Zauberer, 1 gegen 1, kein Problem. Aber nicht, wenn 5 oder 6 mit ihren komischen Beschwörungen da rumgeistern. Es ist so zu kotzen. Egal, ihr habt es geschafft. Ich nehme an, ihr seid nicht nur hier, um mir einen Stab. Sieh an. Gut. Ihr habt euren Teil der Abmachung erfüllt, also erfülle ich auch meinen. Hier ist der Stein, den Arniel haben wollte. Ich kann mir nicht vorstellen, was er damit anfangen will. Er ist so beschädigt, dass er keine Seele mehr aufnehmen kann. Erzählt er Seelenstein. Hier. Vielleicht. Habt ihr? Wunderbar. Ich hatte schon befürchtet, so kurz vor dem Ziel aufgeben zu müssen. Vielen Dank dafür. Vor mir liegt noch ein großes Stück Arbeit.
Haniels Aufgabe. Sehr schön. Glückwunsch. Yay. So, Leute. Das war Skyrim Staffel 2. Die Gildenquests, wir haben alle, wir sind Meister der Magiergilde, Meister der Diebesgilde, Meister der Badengilde, Meister der Kriegergilde und Meister der Dunklen Bruderschaft. Das heißt, wir haben alle Gilden fertig, wir haben es geschafft. Peng, puff, piff. Wir sehen uns morgen wieder bei Witcher 3 Platin Run. 19 Uhr, wenn ihr Lust habt einzuschalten. Wie gesagt, jeden Tag 19 Uhr, morgen Witcher 3, der Platin Run wird fortgesetzt. Und übermorgen dann Resident Evil 7. Ich wünsche euch eine gute Nacht, schlaft gut, träumt schön. Gehabt euch wohl. Denkt an euch selbst. Träumt schön. Bleibt gesund. Und wir sehen uns morgen 19 Uhr wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Mach für nächste Runde niedere Schwierigkeit? Wieso? Bei Skyrim? Mache ich nicht die Schwierigkeit gerade runter? So kein Ding. Schlaf gut, tschüss.